Ein Festkonzert zum Tag der Deutschen Einheit fand am 3. Oktober im Theater Eisleben statt. Zu erleben war die Aufführung von Carmina Burana von Karl Orff. Eingeladen dazu hatte der Projektchor Mansfeld Südharz unter Leitung des Dirigenten Robert Vetter. Unterstützung beim Konzert bekamen sie von Gastsängern, Pianisten und vom Drummern vom Schlagzeugensemble der Hochschule für Musik aus Detmold. Post vesperam nudus egredietur.